Was geht, Leute? Mein Name lautet Danny Burnage und willkommen zu einem neuen Commentary auf meinem Kanal. Und das ist ein sogenanntes Freestyle-Commentary. Einfach nur so aus Spaß ein Commentary machen, wo ich vielleicht ein paar Kommentare vorlesen werde, ein paar Sachen sagen werde und so weiter und so fort. Und ich habe mir vorgenommen, in Zukunft mehr Videos zu machen, auch mehr Videos mit anderen Leuten, mit anderen YouTubern. Irgendwelche lustigen Videos halt mit anderen, weil mit anderen macht das Ganze einfach irgendwie noch doppelt so viel Spaß. Außerdem ist es wirklich cool, weil man mit anderen immer viel mehr Sachen machen kann und weil ich es alleine immer, oder beziehungsweise wenn man immer nur Videos alleine macht, wird es auch auf Dauer langweilig. Deswegen, werde ich mehr Videos in Zukunft mit anderen machen. Außerdem vielen Dank für eure Gameplays, denn ich habe einmal auf Facebook gepostet, dass ihr mir Gast-Gameplays einschicken könnt. Und das haben wirklich viele, viele gemacht. Die meisten Gameplays waren AW-Gameplays, da waren auch ein paar Black Ops 2 Gameplays. Aber na gut, AW ist das neueste COD, also wieso nicht? Außerdem finde ich auch cool, weil die haben immer die Länge reingeschrieben. Und ich normalerweise nehme ich wirklich ungern Gast-Gameplays. Ich bin nicht der Fan von Gast-Gameplays. Aber ich nehme sie trotzdem, weil ich schätze mal, ich habe nicht allzu die größte Zeit momentan zu zocken. Außerdem muss ich sagen, Call of Duty Advanced Warfare ist gerade nicht so meins. Ich zock's ab und zu sogar wirklich, aber es ist irgendwie nicht so, dass ich mich in das Spiel verliebt habe. Aber gut, ich will gar nicht über Advanced Warfare lästern. Ein neuer Riegel ist rausgekommen, ein neuer Badass-Riegel, so nenne ich ihn. Und zwar nennt er sich Snickers Haselnuss. Snickers und Hazelnuss steht hier. Ist mir gar nicht aufgefallen, da steht sogar ein Set. Ich weiß nicht, ob man es lesen kann. Könnt ihr bestimmt nicht. Vielleicht blende ich ein Bild ein oder sowas. Aber es nennt sich Snickers Haselnuss. Keine Ahnung. Wahrscheinlich soll das Set ein S sein. Und heute werden wir ihn probieren. Und ich will euch live berichten, wie er heißt. Das ist übrigens die Limited Edition. Das bedeutet, dass er es limitiert ist. So ein Riegel, den gibt es nicht. Es sei denn, ich glaube, wenn er richtig gut verkauft wird, dann wird es keine Limited Edition mehr sein, sondern eine volle Edition. Aber gut, lassen wir uns probieren. In Snickers Eis Form gibt es diese Limited Edition übrigens nicht, sondern nur in normaler Snickers Form. Also ich habe ja Snickers Eis gesagt, ne? Es gibt das nur im normalen Snickers, deswegen lass uns loslegen. Okay. Oh mein Gott, ich bin gerade gekommen. Schmeckt wirklich, wirklich gut. Auf jeden Fall Daumen hoch von mir. Der Riegel ist wirklich gut. Er schmeckt lecker. Ich mag den. Trotzdem bin ich der Fan von Snickers Eis. Und normale Snickers übertoppt nicht Snickers Eis, das kann ich euch sagen. Aber ich denke, mittlerweile wisst ihr alle, dass ich Snickers im Allgemeinen mag. Deswegen, übrigens, viele fragen mich, wie sieht's aus mit Twix? Und ich muss sagen, Twix ist auch gut. Nicht so gut wie Snickers, aber Twix ist auch gut, nur Mars ist nicht gut. Aber die anderen sind alle gut. Also ich sag nicht, dass alle anderen Riegel schlecht sind oder sowas. Nur halt, das ist mein Lieblingsriegel. Eine Sache noch zu den Gast-Gameplays. Und zwar, durch die Gast-Gameplays habe ich einfach viel mehr Möglichkeiten, um Videos zu machen. Weil die Gameplays waren immer der Grund, wieso ich weniger gemacht habe. Weil ich immer dachte, ja, jetzt habe ich keine Gameplays. Und so weiter und so fort. Und das war das Problem, weil ein Gameplay, ein 18 zu 4, das will keiner sehen. Das ist kein richtiges Gameplay. Oder das wollen die wenigsten sehen. Deswegen, ich will auch schon was im Gameplay-Bereich bieten. Und eine Sache finde ich gut, und zwar, man kann das Positive draus ziehen. Und zwar kriegen die Leute, die wirklich gut in dem Spiel sind, so richtig, richtig gut, die meisten Reverse-Boosten. Ich hoffe, das geben auch die meisten zu. Das machen 90% aller Leute und sagen, manche sagen sogar, ja, ich bin aber so gut. Aber glaubt mir, wenn ihr Call of Duty Advanced Warfare spielt und ihr nicht Reverse boostet, dann könnt ihr keinen 100 zu 1 Score haben. Das geht nicht. Ihr könnt auch keine 4 Quad Nuclears haben. Nein, das geht einfach nicht. Deswegen natürlich die meisten Reverse boosten, aber das ist vollkommen in Ordnung. Mich stört sowas nicht. Ich meine, es macht ja irgendwie Spaß, Noobs zu zerbashen. Und es ist sowas wie ein Bug in einem Game. Es ist einfach so ein Fehler, den die Entwickler begangen haben, wo sie nicht nachgedacht haben. Weil es ist doch logisch, dass man irgendwann dahinter kommt, dass man nur auf Leute in die Lobby kommt, die dieselbe KD haben. Und für die Leute, die nicht wissen, was Reverse Boosting ist, man macht seine KD extrem schlecht. Gott, die ganzen Nüsse kommen mir raus. Man macht seine KD extrem schlecht und dann kommt man nur mit Leuten rein, die dieselbe KD haben, und die anderen Leute, die dieselbe KD haben,
Das sind irgendwelche Random-Zocker, die schauen kein YouTube, die wissen nicht, wie man gut spielt, die wissen quasi gar nichts über das Game, spielen es aber nur ab und zu mal, sie kommen vielleicht von der Arbeit oder, ja, die meisten kommen von der Arbeit, die so schlecht sind, also das sind meistens, schätze ich mal, Ältere, die von der Arbeit kommen und keine Ahnung vom Game haben und auch nicht YouTuber schauen, die gut sind und dadurch selber gut wären. Die sind nun mal so, wie die sind und die werden dann zerbasht und die fragen sich dann, wieso bin ich so schlecht oder die sind ja so oder so schlecht, weil man dann halt nur mit Leuten in die Lobby kommt, die schlecht sind. Deswegen, Reverse Boosting ist einfach etwas, was ausgenutzt wird. Und solange die Entwickler es nicht fixen, habe ich auch nichts dagegen. Ob ich Gameplays, die Reverse geboostet sind, eingeschickt bekomme oder nicht. Ich muss, glaube ich, noch ein bisschen ab... Oh mein Gott. Oh. Ich habe über den Winter 3 Kilo zugenommen. Und dieser Riegel, der erschwert mir das Leben. Ich habe sogar 4 Kilo zugenommen. Aber das schmeckt wirklich gut. Es ist nur eine Limited Edition, deswegen... Ich hab's gesehen und sofort gekauft, sofort. Und zwar habe ich auf Facebook einen Post gepostet und zwar der hieß einfach nur nächstes COD Black Ops 3. Das war, als ich erfahren habe, dass Black Ops 3 rauskommt. Beziehungsweise es sind ja zu 95% Spekulation, aber es weist halt alles einfach drauf hin. Und hier habt ihr viele, viele Kommentare geschrieben und ich werde die Kommentare vorlesen und ein paar Sachen dazu sagen. Weil es immer ziemlich interessant ist, was ihr so schreibt und... Das ist auch der Grund, wieso ich YouTube mache, um eure Gedanken dazu zu wissen, was ihr zu dem Ganzen sagt, weil ich sehe die Kommentare nicht als einfach nur Kommentare an, sondern als wirklich realistische Leute, die auch kommentieren und auch eine Meinung haben, also wahre Menschen, was die meisten nicht tun, aber ich bin so. Und okay, was haben wir hier? Bitte ohne Exo. Ja, bitte ohne Exo, aber ich denke nicht, dass es ein Black Ops 3 Exos geben wird. Niemals. Das wurde einmal eingeführt, um zu testen, wie es ist. Und ich denke, es wird nie wieder Exo geben. Es sei denn, es kommt ein Call of Duty Advanced Warfare 2 raus. Was ich mir irgendwie nicht vorstellen kann. Das ist, ich würde es mir kaufen. Ich bin CODler. Ich kaufe mir jedes COD. Aber bis Advanced Warfare 2 rauskommt, wird es mit Sicherheit keine Exos mehr geben. Das kann ich euch sagen. Weil Exos sind dämlich. Ich will das normale COD. Dieses ganz normale COD. Ich will mich nicht irgendwie rumstressen mit irgendwie dass der Gegner von oben kommen kann, dass der Gegner von unten kommen kann oder. Das will ich nicht. Ich will, dass der Gegner auf derselben Ebene ist wie ich. Vielleicht ein bisschen höher, weil man irgendwo draufklettern kann. So wie bei Afghan zum Beispiel von MW2. Diese Map war episch. Da gab es zum Beispiel so einen Berg, so einen Hügel. Aber das kann man nicht vergleichen mit Exos. Das ist was komplett anderes. Denn es wird nur rumgesprungen und ich mag es wirklich nicht. Es ist komisch. Es ist wirklich komisch. Ist euch eigentlich schon mal aufgefallen, dass Black Ops 2 auch wieder öfter gespielt wird als Advanced Warfare und dass sie bei Advanced Warfare nicht mal eingeführt haben, dass man sehen kann, wie viele Spieler das momentan online spielen, weil sie das nicht zeigen wollen. Dieses Spiel spielen wirklich nicht mehr so viele Leute, aber ja, obwohl es das neueste COD ist, deswegen die Wahrscheinlichkeit, dass noch ein Advanced Warfare rauskommt, ist nicht so hoch, aber es wird bestimmt der Fall sein. Noch ein zweiter Teil könnte ich mir vorstellen. Was sagt ihr dazu? Wollt ihr noch einen zweiten Teil sehen? So in 2, 3, 4, 5 Jahren. Sorry. Black Ops 3 wäre top, dann gäbe es endlich einen neuen Zombie-Modus. Das stimmt. Der Zombie-Modus in Black Ops 2 wurde sehr gehypt und sehr geliebt. Und ich mochte ihn auch, den Zombie-Modus. Aber ich muss sagen, in Call of Duty, in World at War hat das mit dem Zombie-Modus angefangen. Denn World at War war das erste COD, glaube ich, mit Zombie. Ich weiß, dass es in Call of Duty 4 auch Zombie gab, aber ich weiß nicht, ob das nur Mods waren oder so. Ich habe mit MW2 angefangen, also das war nach World at War, deswegen kann ich nicht allzu viel dazu sagen. Aber ich habe gehört, dass der Zombie-Modus in World at War richtig gut gewesen sein, gewesen ist. Außerdem gibt es auch in Advanced Warfare auch einen Zombie-Modus mittlerweile im neuen DLC-Pack. Momentan nur für die Xboxler, aber bald auch für die PS4ler und für die PCler. Und deswegen, das sollte nicht das Problem sein. Also deswegen freue ich mich nicht auf das Game, sondern mehr auf den Multiplayer. Singleplayer interessiert mich nicht, habe ich null Interesse dran. Okay, ich könnte noch länger kommentieren, aber ich denke, das war's immer für das Video heute. Lasst mich in den Kommentaren und in den Bewertungen wissen, ob ihr mehr von diesen Freestyle-Commentaries sehen wollt. Darf ich kurz... danke. Ich werde gleich ein paar Liegestütze machen, um das abzutrainieren. Und dann sollte ich auch mal wieder ins Fitnessstudio gehen. Ich gehe mittlerweile momentan nur 2 bis 3 Mal die Woche ins Fitnessstudio. Davor war ich 5 bis 6 Mal die Woche. Vor dem Winter. Jetzt nur noch 2 bis 3 Mal die Woche. Das ist eigentlich vollkommen in Ordnung. Ich bin Gamer. Ich muss kein Bodybuilder sein. Außerdem werde ich in Zukunft mehr auf eure Kommentare eingehen.
weil Kommentare das zur Kommunikation sind. Jeder mag es, Kommentare zu lesen. Ich meine, wieso nicht? Aber vielen Dank fürs Zuschauen. Dieses Video zeigt, wie badass du bist, und like dieses Video. Schau auf dem Kanal vorbei, mehr Videos, die ich produziert habe. Und abonniere jetzt, um unsere Nation beizutreten. Und ich werde dich im nächsten Video wiedersehen. Und dann sage ich wie immer nur noch 3, 2, 1, Schau! Was geht, Leute? Mein Name ist... Rush. Und willkommen zu einem weiteren Video auf...